Wenn wir in der Türkei Mohammed sagen, was sagen wir dann? Was sagen wir dann? Sallallahu alaihi wasallam. Jetzt werdet ihr sagen, hey Bruder, bist du Nationalist? Das macht doch jeder Muslim. Stimme? Azad. Was machen die Türken aber? Warum machen die das? Nee, nicht aus Respekt. Genau wegen diesem Vers. Weil nämlich das Herz anfängt zu beben und die Haut anfängt zu beben und deswegen sie sallallahu alaihi wasallam. Und die Propheten nicht, wenn die den Propheten, die Sahabe nicht, als sie den Propheten gesehen haben, haben die auch so Herzrasen bekommen. Ja. Mehr Herz zu halten. Genau. Ihr Herz, also das ist ja das, was der Vers hier sagt. Dieses Herzbeben haben sie damit. Warum? Was passiert, wenn sie das Herz nicht runterdrücken? Ich habe es im letzten Unterricht gesagt. Dann passiert nämlich Jezbe. Jezbe ist, was die Tasawuf-Leute machen. Die schreien Allah, Allah, Allah zum Beispiel, wenn der Scheich kommt. Und dass die Sahabe, die haben das auch machen wollen. Und was haben sie gemacht, wenn sie den Prophet gesehen haben? Dass sie das so gemacht haben, weiß ich nicht, aus den Quellen. Aber wir haben das in unsere Kultur so aufgenommen, dass wir gesagt haben, sallallahu alaihi, wir haben das Jezbe nach unten gedrückt. Deswegen kommt die Hand. Also bevor jemand kommt und sagt, Bruder, was machst du da? Wir haben das nicht gesehen. Hier ist die Quelle. Die Muslime haben angefangen, die Jezbe runterzudrücken. Weil Jezbe gibt's, aber wir müssen das runterdrücken. Ja, und naja, also ich denke, darüber könnte ich jetzt viel, viel berichten.